Hi, Thorsten hier. Heute bin ich, wie ihr seht, im Gestrüpp unterwegs, um kleine, ganz kleine Insekten zu fotografieren. Und ihr seid wieder mit dabei. Ja, mit dabei habe ich hier wieder das 150 bis 600 mm DGTN für den E-Mount. Grund dafür, ich habe hier eine ziemlich geringe Naheinstellgrenze, die aber dennoch weit genug ist, um die Fluchtdistanz der Tiere zu umgehen, dass die eben schön auf den Blättern dann sitzen bleiben. Zudem haben wir jetzt so ziemlich bewölkt, es nieselt auch ein bisschen, das stört aber die Tiere kaum. Also das heißt, die sitzen hier schön auf den Blättern oder an den Ästen. Hier sind verschiedenste Fliegen, Mücken sind hier ganz viele, mich haben schon ein paar gestochen. Hier sind auch kleine Käfer und andere Insekten. Fragt mich bitte nicht, wie diese Insekten heißen, ich kenne die nämlich gar nicht alle. Wenn ihr mich nach einer bestimmten Fliegenart fragt, dann sage ich, ja, das ist eine Fliege. Aber ich muss das gar nicht alles kennen. Mich interessieren die Motive und ich freue mich dann über die Bilder, die dabei rauskommen. Ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr die Tiere kennt, was das für Tiere sind. Und wenn ihr einmal dabei seid, in die Kommentare zu schreiben, dann aktiviert auch gleich den Kanal und aktiviert die Glocke, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was diesen Kanal angeht. Ja, eingestellt habe ich hier AFS, weil sich die Tiere kaum bewegen. Single Spot Focus. Und habe jetzt eingestellt, aufgrund der geringen Brennweite, habe ich eingestellt eine 400stel Sekunde und offenste Blende. Ich gucke jetzt immer so, dass wenn sich da Tiere irgendwo hinsetzen, dass ich die so ein bisschen von unten heraus bekomme, so dass ich in etwa die Perspektive der Tiere oder der Insekten mitnehmen kann. Also das heißt, entweder die Insekten gucken in meine Richtung oder die gucken von mir weg. Das versuche ich jetzt mal hier einzufangen. Ansonsten habe ich eingestellt am Objektiv den Fokus-Begrenzer, nämlich von der geringsten Entfernung bis 10 Meter, so dass der Fokusweg halt nicht so lang ist und wir ziemlich schnell die Tiere anfokussieren können. Und hier sehen wir schon eine Fliege. Die Fliege, die werde ich jetzt mal hier so von unten versuchen zu bekommen. Ja, wo sitzt sie da? Da sitzt sie auf dem Blatt. Und aufgrund der geringen Naheinstellgrenze und der Offenblende haben wir natürlich im Hintergrund ein wunderschönes Bouquet, was es schön auflöst. Ich gucke auch, dass es ein bisschen heller ist. Ich werde nochmal in die andere Richtung schauen, was da für Tiere sich auf den Blättern und Pflanzen befinden, weil da haben wir noch ein bisschen hell. Ich fotografiere zwar nicht gerne ins Helle, aber wenn wir so Tiere fotografieren und da das Licht so ein bisschen durch die Blätter schimmert, bekommen wir schöne kreisrunde Bouquets und das finde ich dann wiederum gut. Ja, wenn man sich hier so umschaut, dann sieht man ziemlich viele Insekten, ziemlich klein und groß. Hier ist zum Beispiel wieder eine Fliege, die glänzt so schön, die hat so einen glänzenden Rücken, die sitzt hier auf dem Blatt. Ich gehe nochmal ein Stück runter hier, dass wir das besser sehen, dass wir eine bessere Perspektive haben. Ja, jetzt war sie weg. Jetzt war ich zu langsam. Ja, da am Grashalm, da sitzt eine Raupe und die will ich jetzt natürlich schön von unten mal hier rein bekommen. Vorteil bei der Raupe, die wird sich kaum bewegen. Und ist es überhaupt eine Raupe? Ja, ich scheine hier ganz schön blind zu sein. So, den Hintergrund stelle ich mir jetzt noch ein bisschen ein. Ja, und die hängt da an so einem Grashalm dran, der da abgeknickt ist. Und das sieht doch ganz gut aus. Ja, es sind ganz schön viele Mücken hier. Aber lassen wir uns mal zerstechen. Ist auch nicht so wild. Okay, hier unten haben wir wieder eine Fliege dran sitzen. Oh. Ja, echt schlimm mit den Mücken gerade. Ja, das ist so ein Ast, der hier sozusagen so von oben links nach unten rechts runter geht. Die Fliege hängt genau darunter
und der Hintergrund ist super aufgelöst und ja, da denke ich doch, dass es ein gutes Bild wird. Wie immer gucke ich mir das dann später am Computer an und wenn die Bilder gut geworden sind, dann blende ich euch die natürlich wie immer wieder ein mit den entsprechenden Werten, so wie ich das aufgenommen habe. Ja, hier an dem Grashalm, da sitzt jetzt wieder eine Fliege ganz allein und die will ich jetzt natürlich auch hier aufnehmen, den Hintergrund wieder entsprechend einstellen. Das Gute ist, dass die so still sitzen und wenn die so still sitzen, da kann man schön den Hintergrund entsprechend einstellen. Also so, dass im Prinzip das Tier sich gut vom Hintergrund abhebt, das Insekt. Ja, also ich bin jetzt immer noch bei Blende 5, eine 400stel Sekunde. Könnte ich ja schon fast ein Stück runtergehen mit der Verschlusszeit. 150 mm Brennweite. Ja, aus der Hand mit Stabilisator. Ja, okay, da kann man schon, da muss man jetzt nicht so ewig lange Brennzeiten, Verschlusszeiten nehmen. Da kann man natürlich auch kürzere Verschlusszeiten nehmen, zumal ich mich hier noch schön abstütze, ne, so dass ich sehr wenig wackel und da bekommen wir da trotzdem scharfe Bilder hin. ISO habe ich jetzt wieder auf Automatik gestellt, damit ich mich da jetzt nicht so drum kümmern muss. Ich gucke mal, was hier von ISO-Wert rauskommen würde. ISO 2000 wäre das jetzt gerade und ja, wie ich schon in anderen Videos gesagt habe, ist ISO 2000 bei dieser Kamera ja gar kein Problem. Ja, hier oben wieder eine Fliege, die ich jetzt hier so halb verdeckt fotografiere. Also das heißt, im Vordergrund habe ich ein Blatt, im Hintergrund schön aufgelöst, schönes Bouquet und die guckt hier so raus. Und da denke ich doch, dass das gut aussieht, als würde sie sich aus dem Versteck heraus für die Umgebung interessieren. Und das finde ich ganz toll. Müssen wir dann mal, wie gesagt, am Computer schauen, wie das aussieht. Aber das scheint doch ein gutes Motiv zu werden. Gehen wir noch ein Stück ran. Wir haben hier eine ziemlich geringe Naheinstellgrenze. Die putzt sich jetzt gerade. So die Fliege so halb bedeckt ist, finde ich, dass das ganz gut aussieht. Das Gute bei dem Wetter, wenn die Sonne nicht so extrem scheint und wir das schön bewölkt haben und jetzt sogar noch ein bisschen Regen, ist, dass wir einen ziemlich hohen Dynamikumfang haben. Und den können wir hier natürlich super ausnutzen. Zudem, wenn die Blätter und Blüten ein bisschen feucht sind, dann kommen natürlich auch die Farben viel besser zur Geltung. Und das schätze ich halt. So, jetzt gucken wir mal weiter, was sich hier noch so tut. Ja, die Insekten verstecken sich jetzt natürlich ein bisschen. Aber das Gute ist, wenn es regnet, dann bleiben die auch oft an der Stelle sitzen, wo sie gerade sind. Ja, es regnet jetzt immer mehr. Und nicht nur die Tiere verstecken sich jetzt, die Insekten, sondern ich werde mich jetzt auch gleich verstecken, damit ich nicht so nass werde. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein paar Tipps mitnehmen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn euch was gefallen hat, dann schreibt das in die Kommentare. Wenn euch was nicht gefallen hat, dann schreibt das bitte auch in die Kommentare. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.